So, jetzt machen wir die Miley Cyrus. Auf geht's. Oh, schade. Ja, doch. I came in like a wrecking ball. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Eine Stunde mit. Heute mit einem ganz besonderen Gast, der vielleicht in der Vergangenheit nicht so auf Zuspruch gestoßen ist bei dem einen oder anderen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir geben dem kleinen Kerl eine neue Chance und spielen hier zusammen eine Stunde lang Neck 2. Das Schöne ist, ich hatte noch nicht wirklich die Gelegenheit, mich darauf vorzubereiten, weil es gerade frisch eingeflattert ist und ich die halbe Woche gar nicht im Büro bin. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal zusammen ins Blaue hinein. Ich hoffe, wir kommen gut durch. Dürfte nicht allzu schwierig werden. Ich meine, Neck ist halt ein Plattformer. Da weiß man auch, glaube ich, grob, worauf man sich einlässt und was passiert. Deswegen sehe ich da jetzt nicht so die Gefahr, dass wir irgendwie ewig an einer Stelle hängen bleiben oder sowas. Nur weil ich mich nicht vorbereitet habe auf dieses Spiel. Ist doch aber schön. Dann sehen wir zusammen, wo der Hase hinführt und wir starten jetzt sofort. Die Uhr läuft schon, damit ich das nicht vergesse. Oh, Katze. Das ist meine Welt. Die einzige, die ich je kannte. Sieht gut aus, oder? Ich habe sie auch schon mal gerettet. Also, Neck und ich haben sie gerettet. Neck ist mein... Vielleicht fange ich lieber von vorne an. Ich heiße Lucas. Das ist meine Heimat. Ein wunderschöner Ort, voller mysteriöser Relikte. Man sagt, sie seien Überreste einer alten Zivilisation. Sie sind ziemlich wichtig, denn sie versorgen alles mit Energie. Ein Freund von mir, der Doktor, hat sie ein ganzes Leben lang studiert. Ihre Geheimnisse. Und eines Tages fand er heraus, wie man sie verbindet. Zum Leben erweckt und herauskam Neck. Und Neck? Der kann einfach alles tun. Wie gesagt, zusammen haben wir die Welt gerettet. Und noch lange Zeit danach ging es unserer Hauptstadt New Haven prächtig. Jetzt wird sie angegriffen. Mich quält nur der Gedanke. Es ist meine Schuld. Was habe ich getan? Runter! Wir bringen das in Ordnung, Lucas. Und zwar jetzt. So. Genau, ihr habt direkt am Anfang die Möglichkeit, zwischen Einzelspieler und Koop-Spiel zu wählen. Da ich mich hier alleine auf diesem Sofa befinde, bleibt mir nichts anderes übrig, als den Einzelspieler-Modus zu wählen. Und dann natürlich auch die Schwierigkeit. Normal ist total in Ordnung hier. So. Auf den ersten Blick eigentlich alles wie immer. Und hier haben wir ein kleines Tutorial. Da hatte ich, glaube ich, im Livestream jetzt schon die Diskussion hatten wir, glaube ich, mal, was zu Tutorials angeht. Finde ich ganz in Ordnung. Also ich mag das halt nicht, wenn man so Textblöcke bekommt, wie jetzt hier zum Beispiel. Aber wenigstens, ich sag mal so, wenigstens freest das Bild nicht. Und es wird mir ein zweiseitiger Text gezeigt mit dem, was ich tun soll. So, Abwehr. Ach, guck mal. Das ist auch komplett neu. Der hat jetzt ein richtiges Schild. Ihr könnt hier hin und her dodgen mit dem zweiten Stick. Und natürlich ordentlich auf die Fresse geben, ist ja ganz klar. Treten, schlagen, das sind erstmal so die Basic Moves. Oh, wow, da kommt schon ein dicker Brummer. Oh, und da hat er mich direkt erwischt. Shit, naja. Aua! Ja, sieht nicht so gut für mich aus, ich mache mich mal klein. Dann trifft er mich schwieriger. Nice. Thank you.
Ja, da wird auf jeden Fall groß aufgefahren. Das kennt ihr sicherlich auch noch aus dem ersten Teil. Ihr könnt euch klein und groß machen mit R1. Hat alles seine verschiedenen Zwecke. Das ist ja das Schöne bei Neck gewesen, finde ich, dass man dieses Platforming dadurch so beeinflusst hat, indem man sich einfach klein und groß macht. Dass man einfach Wege nehmen kann, die man vorher nicht nehmen konnte. Und das hat natürlich viel Spielraum gegeben. Das fand ich zum Beispiel am Original Neck ganz gut. Es gibt sehr viele Kritikpunkte, die ich und auch ein paar andere Menschen an diesem ersten Teil hatten. Wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht. Wie sich das hier entwickelt, das versuche ich euch zu zeigen, falls ich das hier überleben sollte. Hallo! Hallo, ich bin klein! So. Ein bisschen treten können wir auch. Die Perspektive ist gerade sehr ungünstig, aber ich klopfe einfach mal ein bisschen drauf los. Und das hat sich für uns auch gut ausgezahlt. So. Genau, das meine ich nämlich, hier öffnet sich jetzt eine Luke und logischerweise, du passt da ja nicht durch, wie auch. Deswegen machen wir uns jetzt klein. Juhu! Und dann ab durch die Mitte. Oh, Hallöchen. Hallöchen. Ich mache immer schön alles kaputt, denn früher war es ja so, dass man auch Geheimnisse findet. Ich glaube, das ist jetzt immer noch so. Und vor allem neue Teilchen, um sich zu vergrößern. Brauchen wir jetzt zwar nicht zwingend. Wir sind schon ziemlich groß. Aber, kann ja einfach mal gucken. So. Gehen Sie mal da durch, junger Herr. Oh. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was passiert, wenn er mich sieht. Deswegen bleibe ich lieber... Duckt. Bevor wir noch irgendwas falsch machen. Na komm. Schuh. Ich habe jetzt gelernt übrigens, dass man Tauben im Englischen mit Schuh weg scheucht. Oder Fliegen zum Beispiel. Schuh. Das war mir auch neu. Bäm. Da unten geht es schon munter weiter. Ich weiß aber gar nicht, ob wir jetzt da hin müssen. Sieht nicht so aus. Ich glaube, wir gehen erstmal jetzt aufs... Oh. Ja. Wir gehen jetzt erstmal aufs Dach. Doppelsprung, klassisch. Habt ihr auch. Oh, parieren. Genau, eine neue Disziplin. Kurz vor Eintreffen der... Laserstrahlen einfach auf das Schild drücken und ihr pariert automatisch. Na komm. Ja. So, das war diese Doppelsprung-Schwebegeschichte. Und da rutschen wir jetzt mal runter. Immer ordentlich auf die 12. Relikte. Uralte Objekte, mit denen Neck wächst. Genau, weil wir haben jetzt hier nichts mehr zur Verfügung und müssen neue Kügelchen sammeln. Genau, damit wir wachsen und gedeihen. Und damit wird es natürlich viel einfacher, gegen die Gegner anzutreten. So, das sind Zivilisten, denen können wir nichts tun. Wollen wir auch nicht, ne? So sind wir ja nicht. Wir sind ja der Volksheld, habt ihr eben vielleicht im Intro gemerkt. Das spielt direkt nach dem ersten Teil, beziehungsweise schon mit ein bisschen Zeitabstand. Aber es wird klar davon ausgegangen, dass ihr wisst, worum es geht. Und dass jetzt quasi eben diese Welt erneut angegriffen wird. Kristalle. Sonnensteinanzeige. Eine Barriere, die gegnerischen Schaden absorbiert. So. Okay, dann wollen wir das Ding mal füllen. Zack. Vorsicht. Das scheint weh zu tun.
Das war dumm. Hat aber Gott sei Dank nicht viel gekostet. Ah, okay, die kann man auch zerstören. Ja, das ist mir neu. Und jetzt dürfte ich aber... Oh, ganz wenig noch. Uns fehlt noch sehr wenig. Kein Problem für Neck. Wir werden jetzt überdimensional groß. Wir sammeln sehr, sehr viele kleine Relikte ein. Dann tippe ich mal, ja, exakt, dass jetzt der Bossfight kommt. Oder zumindest ein etwas größerer Gegner. Jetzt haben wir das Schild. Kann ich das irgendwie aktivieren? Ah, nee, das aktiviert sich selbst. Das ist ja witzig. Huh. Ich vergesse immer hier so zu strafen, weil ich nicht gewohnt bin, dass man das irgendwie mit zwei Sticks dann spielt. Ich würde ehrlich gesagt präferieren, wenn man mit dem die Kamera so ein bisschen beeinflussen könnte. Weil man doch dann schon hier in so gewissen Ecken wenig Übersicht hat. Aber gut. Das ist eine Designentscheidung von Herrn Cerny. So. Ausweichen. Ja, ja, das haben wir doch alles schon geklärt. So, ganz hilfreich. Soll ich da jetzt eigentlich hoch oder was? Nee. Doch. Aha, guck mal an. Ich kann auch mit Sachen werfen. Das ist gar nicht so scheiße. Hat aber nicht ganz geklappt jetzt. Aua! Und was ihr auch bemerkt haben dürftet, eure Health Bar. Die wächst natürlich, nachdem wie groß ihr selber seid, exponentiell an. Das ist ganz cool. Ja, da war ich nicht schnell genug. Ich wollte nämlich selber... Huh. So, nimm das Auto. Shit. Ja, ja. Er sieht so ein bisschen aus wie... hier, wie heißen die? Transformers. Optimus Prime und so. Und er ist auch sehr groß. Ich frage mich, ob bei ihm das Schild viel nützt. Weil wir ja schon... Also er ist ja schon ziemlich... Ja doch, naja. So, jetzt wirft er wieder mit Autos. Okay, das ist die Attacke, die man tunlichst vermeiden sollte. Er hat aber auch keine Health Bar, also ich kann gar nicht absehen, wann er jetzt irgendwie mal down geht oder verwundet ist. Jetzt zum Beispiel. Das finde ich ein bisschen... Oh, da habe ich gerade was eingesammelt. Reliktenergie. Eine geheimnisvolle hellblaue Energie, die du kriegst, indem du Gegner besiegst und Schatztruhen öffnest. Stärkt Neck. Touchpad-Taste drücken. Ach, guck. Ein Skilltree. Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Das ist schon mal... Das ist schon mal eine ziemlich geile Verbesserung auf jeden Fall. Skilltree tut diesem Spiel wirklich sehr gut. Der nächste Pfad öffnet sich, wenn du alle grundlegenden Fähigkeiten erlernt hast. Sammle weiter Reliktenergie, um Neck noch stärker zu machen. Ja, das ist doch super. Und dann gibt es hier vier Richtungen, die man sich entwickeln kann anscheinend. Weg der Geschwindigkeit, hier steht noch nichts dabei. Ja, das ist ja spannend. Das finde ich cool. Ich
Ich hab's. Aha. Das ist ja schon mal eine sehr gute Attacke. Da haben wir gut investiert, Freunde. Also, diese ersten paar Minuten sind schon anspruchsvoller als alles, was wir, glaube ich, im ersten Teil gesehen haben. Und das soll jetzt kein Diss sein oder so, aber es ist einfach... Man merkt einfach schon, dass es auf jeden Fall ein wenig mehr durchdacht ist. So. Guten Tag. Da bin ich wieder. Euer Neck. Aua. Bam. Und diese Attacke scheint auch tatsächlich sehr mächtig zu sein, denn die gehen alle schon beim ersten Schlag kaputt. So, jetzt machen wir die Miley Cyrus. Auf geht's. Oh, schade. Ja, doch. I came in like a wrecking ball. Die wiegt aber, der wiegt deutlich mehr als Miley Cyrus. Bam. Oh, shit. Verkackt. So, jetzt machen wir die ganze Sequenz nochmal. Okay, das ist wieder so eine Sache, die, ich nicht besonders schätze an Videospielen, nämlich Quicktime-Events, die einen so ein bisschen zurückwerfen, wenn man sie verkackt. Aber gut. So ist es nun mal. Und jetzt machen wir dafür nochmal die Miley Cyrus. Das finde ich super. Und hüpf! Came in like a wrecking ball. Jetzt habe ich schon wieder verkackt. Quicktime-Events. Quicktime-Events sind absolut nicht so mein Fall. Ich meine, Spider-Man wird auch Quicktime-Events haben und ich glaube, dass das auch eine durchaus praktikable Sache sein kann. Man muss halt immer gucken, wie man sie anwendet. Und das hier ist liegt, glaube ich, gerade ein bisschen an meiner Dulligkeit am heutigen Tage. So. Mal schön aufpassen. Da passiert noch nichts. Und jetzt X drücken. Kreis. Was ein Move. Dieser Neck. Teufelskerl. Hat auch nur 3 Anläufe gedauert. Naja. Mal gucken, was hier so geht. Ist das überhaupt der Weg? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Man hat hier ja nicht so viel Auswahl, wenn ihr es noch nicht gemerkt habt. Neck 2 ist, wie auch schon der Vorgänger, ein sehr lineares Spiel. Ich mag das ja durchaus. Ich bin zwar ein großer Open-World-Fan, aber ich muss sagen, es kommt halt auch immer auf den Bezug an und auf das Setting. Und in diesem Fall passt es, glaube ich, sehr gut, dass Neck ein lineares Spiel ist. Und da haben wir auch schon das nächste Problem am Hals. Ein sehr großer Transformer. Oh, das mag ich auch sehr gerne. Ist es das, Lucas? Ja, direkt vor uns. Okay, festhalten. Ich gehe runter.
Bist du soweit, Nick? Gibt es einen Grund, warum du hier wandern gehen wolltest? Ja, aber ich will dir die Überraschung nicht verderben. Tja, das will ich natürlich auch nicht. Jetzt mach schon, Nick. Komm in die Gänge. Ich bin einfach froh, Zeit mit meinem Lieblingsneffen zu verbringen. Mit deinem einzigen Neffen. Tja, das auch. Komm schon, Nick. Wird aber auch Zeit. Dann legen wir mal los. Frische Luft und etwas Sport. Was gibt's Besseres? Mit Kapiteln sogar. Das wird toll. Das Abenteuer beginnt. Okay. Und das ist auch eine Landschaft, die mich deutlich mehr anspricht. Ich bin ja für Farben. Ich mag Farben ganz gerne. Satte Farben. Helle Farben. Klar mag ich auch düstere Spiele. Also wenn die dann zum Beispiel komplett düster aufgezogen werden, wie Dark Souls zum Beispiel oder Hellblade. Also einfach, wo eine ganz andere Atmosphäre von Grund auf herrscht. Aber ich glaube, für so einen Plattformer ist es immer ziemlich gut, wenn man schöne, helle Landschaften hat, die man dann auch genießen kann. Und das sieht hier auf jeden Fall ganz so aus. Und was ich eben schon kurz angeteased habe, ich mag das, wenn Spiele so Rückblenden haben. Also wenn Spiele mittendrin irgendwo anfangen und dann kommt erstmal, übrigens 6 Monate vorher ist das und das passiert. Das finde ich ganz cool. Es hat dann so eine inhaltliche Klammer, mit der man eigentlich ganz gut Geschichten erzählen kann. Uncharted hat das ja auch ganz gern gemacht mal. Das ist halt so ein cooles Stilmittel, das man durchaus mal anwenden kann. Aua! Und das hat so ein bisschen auch, also für mich zumindest hat das auch so ein bisschen dieses Crash Bandicoot-Ding, dass es einfach Bock macht, Sachen kaputt zu machen. Also hier durch die Kisten sich einfach durchzuschlagen, Sachen einzusammeln, das ist so ein Ding, das stimuliert, glaube ich, unsere Glücksgefühle. Zumindest meine. Deine Brise tut wirklich gut. Ja, ui. Und deswegen ist es, glaube ich, auch was ich an Neck eigentlich ganz gerne mag. Hier gibt es ja eine Menge Wasserräder. Hydroelektrizität. Die Wasserräder versorgen die ganze Gegend mit Strom. Und was ich, glaube ich, jetzt schon mal sagen kann, also Neck ist auf jeden Fall, das wird sich, glaube ich, auch nie ändern, egal welches Spiel Mark Cerny daraus macht, ist kein so ein Liebhab-Kuschelheld. Die meisten Helden, sowas wie Jack und Dexter oder hier Ratchet und Clank oder Crash Bandicoot, das sind ja schon so Sympathen einfach, die auch flauschig aussehen, wo man auch denkt so, oh, den möchte ich gerne mal in den Arm nehmen oder kuscheln. Und das ist Neck einfach irgendwie definitiv nicht, weil er so ein klobiges Aussehen halt hat, was natürlich auch dem geschuldet ist, was er kann und machen soll. Aber er ist kein sagen wir mal, Publikumsmagnet. Er ist so ein bisschen ein Underdog, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Also. Ich weiß gar nicht, wie das hier mit Checkpoints läuft. Ob das diese komischen Kanister sind, die wir dauernd zerstören? Aua! Weil ich glaube, bei Plattformen ist eins der wichtigsten Dinge überhaupt, dass man die Checkpoints ordentlich setzt. Dass man nicht zu frustriert ist, wenn man failt, aber halt auch nicht zu verwöhnt ist und quasi an jedem Punkt einfach neu starten kann. Das macht schon einen guten Plattformer aus, wenn man da genau die richtige Balance findet. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht gesehen, wie die Checkpoints aussehen. Oh! Schweinekobold! Dickerer Schweinekobold! Bleibt zurück, ihr zwei. Ja, Neck regelt. Links, rechts. Ist ein praktischer Leitwolf, dieser Neck. Der regelt. So. Bäm. Oh mein Kevano. Oh nein.
Okay, ich muss die kaputt machen. Die sind eigentlich viel zu niedlich. Shit. Mach doch sowas nicht. So. What? Oh, okay. Kann aber auch parieren. So zum Beispiel. Nochmal. Au. Oh, nicht rechtzeitig gedrückt. Ja, Timing ist manchmal nicht so meine Stärke. Und die durchdringen das Schild. Das ist ja eine Frechheit. Sondergleichen. Hier. Du Otto. Okay. Weiter geht's. Das war ja auch beim ersten Teil, finde ich, so ein bisschen fragwürdig, dass es so ein Ungleichgewicht gab zwischen den Kämpfen und, hier, die meine ich. Das sind doch bestimmt Checkpoints. Dass es so ein Ungleichgewicht gab zwischen den Kämpfen und dem Platforming. Also, da kam für mich, wenn ich mich so zurückerinnere, das ist jetzt auch schon 4 Jahre her oder was, da kam für mich ziemlich viel, Kämpfen bei rum und wenig Platforming. Ich glaube, das haben sie jetzt so ein bisschen geändert von dem, was ich jetzt bis jetzt hier so sehe. Und das ist eigentlich sehr positiv. Noch so ein Ding. Bam. Aua! Aua! Okay. Ach so, hier muss man gar nicht. Man kann einfach so stehen bleiben. Easy. Kein geheimer Weg, schade. So, das ist jetzt natürlich alles hier noch Stufe 1, ne? Das ist ganz klar. Muss ich erstmal reinfinden auch. Und da werden jetzt wahrscheinlich noch nicht allzu komplizierte Sachen passieren. Außer vielleicht mal ein bisschen groß und klein machen zwischendurch. Aber als Einstieg finde ich das völlig in Ordnung. Muss einen ja jetzt auch nicht gleich überfordern direkt. Aua! Hab ich nicht gesehen. Ich glaube, das Stück habe ich auch auf der E3 gespielt, wenn ich mich nicht irre. Oder zumindest eins im Rahmen dieses Level. Ich komme auf jeden Fall ganz gut durch bisher. Und hört ihr das eigentlich die ganze Zeit, dass mein Bauch so knurrt? Nee, ne? Es ist gerade ungefähr Mittag. Und ich habe noch nichts zu mir genommen. Das werde ich machen, wenn ich hier fertig bin mit der Aufnahme. Aber bis dahin müsst ihr euch wahrscheinlich mit meinem knurrenden Bauch rumschlagen, wenn man das denn hört. Kann auch sein, dass es viel zu leise ist. Ich habe immer so ein bisschen Paranoia, dass man das hört und sich alle denken, was ist das? So. Mach auf die Ports. Oh. Alles klar, alles klar. Nein. Oh, shit. Da bin ich ein bisschen nervös geworden an dieser Stelle. Schon wieder so ein kleiner Käfer zerdeppert. Die scheinen aber echt unten das Ding aufzufüllen, um uns neue Fähigkeiten zu verschaffen. Dann tut es mir schon gar nicht mehr so leid, obwohl die recht niedlich sind. Okay. Kurz den Atem angehalten. Lalalala. Sodale. Hi. Da sind wir ja wieder. Können wir hier irgendwas machen? Ja. Natürlich. Wieso ist der Doktor nicht dabei? Er sagte, er würde mitkommen. Es kam was dazwischen. Er hat aber nicht gesagt, was. Bestimmt wollte der Doktor sich vor dem Klettern drücken. Höchstwahrscheinlich.
So, ein paar Kristalle. Geil, schön den Abgrund runter. Was für ein Finishing Move. So, hier geht's lang, Freunde. Höhenangst ist auch ein Problem für mich, deswegen gucke ich jetzt mal nicht so weit nach unten, sofern das möglich ist. Bäm. Kleiner Wicht. Tschüss. Schöner Wasserfall. Wasser ist auch immer ein guter Indikator in Spielen, wo ich sage, okay, wenn das Wasser stimmt, dann kann das Spiel eigentlich nicht so viel falsch machen grafisch. Ich muss aber schon sagen, ich bin kein Fan von diesem Look. Wie die Menschen hier dargestellt werden und so. Das ist so ein ganz bestimmter Look, der mir persönlich nicht so zusagt, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich sehr speziell bin, was Game Design und Game Art angeht. Deswegen nehmt das nicht als Maßstab, wenn ich jetzt hier sage, die Nasen von denen sind zu knubbelig oder so. Das ist halt... Jetzt durch den koboldverseuchten Wald. Oh, ein großer Entdecker wie ich würde nicht weniger erwarten. Gehen wir. Lucas, Ryder, seht ihr die blauen Kristalle? Jetzt passt mal auf. Cool. Wenn wir auf Kobolde treffen, Lucas, gehören sie dir. Klar, dann zeige ich Neck mal, wie es läuft. So. Jetzt kommt ein Waldstück, da bin ich ja schon mal sehr gespannt. Dicke Bienen gibt's. Oha, die sind aber... Die sind nicht ohne, die dicken Bienen. Zack. Oh. Ach, was ist das denn? Guck mal. Schlamm. Ha. Das ist ja cool. Das mag ich auch, wenn, wenn Materie sich verändert, also wenn man durch Schlamm robbt oder was weiß ich was, dass es dann irgendwie schwerfälliger wird, das zu machen. Teleport. So. Es gibt... Oh, die Dinger. Ich habe sie vergessen, dass die existieren. Die kenne ich noch. Das gibt so im Spiel ein bisschen mehr Realismus, wenn man hier sieht, okay, das ist wirklich nicht so einfach, hier durchzulaufen. Und die Dinger, da gehen wir einfach mal großzügig drumrum. Boing, boing. Ja, die Kiste zerfällt schon vor Ehrfurcht. Bevor ich sie überhaupt angegriffen habe. Jetzt gibt es hier zwei Wege. Oh, ich hasse zwei Wege. Kennt ihr das, wenn ihr in so einem... Egal was für ein Spiel... Ich glaube, bei Dishonored ist es auch schlimm für mich gewesen, weil Dishonored so ein offenes Level hat. Im Endeffekt, du kannst ja überall hin und die Reihenfolge suchst du dir halt aus. Und hier ist es auch so, dass ich mir jetzt denke, sollte ich zuerst auf die andere Seite gehen? Wenn ja, verpasse ich da was? Oder ist das schon der richtige Weg? Ah... Das ist das, was ich in unlinearen Spielen immer so ein bisschen schwierig finde. Aber es hilft ja nichts. Ich check das jetzt einfach mal aus. Okay, man muss, glaube ich, klein bleiben. Shit, na komm schon. Ach, guck an. So, in dem Fall haben wir alles richtig gemacht. Das hätten wir nämlich verpasst, wenn wir nicht hier lang gegangen wären. Also. Good job, Anne. Good job. So, weiter geht's. Ich bin mal gespannt, wie die da hochkommen wollen, übrigens. Ja. Ah. Okay. Nice Stein. Guter Sprung. Hier steckt ein Schwert im Boden. Aua. Au. Kleine Mistsau.
Okay, was haben wir denn hier? Da ist ein Sockel, den kann ich bestimmt von A nach B schieben. Da sieht es so aus, als würde es weitergehen, deswegen nehmen wir erstmal hier den Weg. Ja, und jetzt nehmen wir das Ding hier und schieben das rüber. Das geht ja smooth. So. Oh, geil. Super Attacke. Läuft. Ja. Für meinen Geschmack ein bisschen zu unspektakulär. Also da hätte man vielleicht noch ein bisschen Schippe drauflegen können. Aber gut zu wissen, dass es das gibt. Okay, okay. Mehr Relikt-Power. So, schnell jetzt. Da sind wieder die Kackbienen. Das wollte ich nicht. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ach was, die weichen da noch aus, die Schweine. So. Dein Onkel hat nur Angst vor einer Sache. Bienen. Ja, vor Bienen habe ich ehrlich gesagt im richtigen Leben auch ein bisschen Angst. Obwohl Bienen jetzt nicht so direkt, die sind zwar garstig, aber die tun lange nicht so weh wie Wespen, finde ich. Und deswegen habe ich immer einen großen Respekt vor Wespen. Na. Och, Neck, bitte. Stell dich nicht so an. So. Noch ein Käfi. Aua. Ah, das ist das hintere Tor. Und das schließt sich natürlich auch super schnell. Die Frage ist, wie sind die denn jetzt... Ah. Oh nein, Schlamm. Der Fels muss hier runtergestürzt sein. Wie kommen wir da vorbei? Ja, wie kommen wir da bloß vorbei? Ich bin auch super stark, Leute. Habt ihr das etwa vergessen? Gut gemacht, Neck. So viel Kraft. Okay, das wird nichts. Ich glaube, ich muss erstmal den da ausschalten. Scheiße. Ah! Nein! Mein Schild ist viel zu klein auch. Jetzt hör aber auf. Schluss jetzt hier. Mann. Du hättest mich fast mein Leben gekostet, Junge. Schön als klein hacken, wie immer. Gibt's hier irgendwo Loot? Nee. Teleport an. Das ist ganz süß. Da hast du auch eine Größenanzeige. Mehr Energie, wenig Energie. Mehr Energie, wenig Energie. Das ist ganz süß. So, das kann ich doch bestimmt alles zerkloppen. Secret Eingang. Naja, oder eigentlich nur... Ja. Weniger Secret. So. Und du bist wirklich noch nicht hier gewesen? Kaum zu glauben, was? Aber es stimmt. Ah, da wäre ein Durchgang gewesen. Das muss ich sofort überprüfen. Geheimgänge finde ich nämlich immer sehr cool. Ja! Nice. Wieder ein Stück Relikt. Aber sag mal, da... Er steht immer noch bei 0.
Und eigentlich bin ich der Meinung, müssten wir schon so viel gesammelt haben, dass wir jetzt wenigstens einen hätten. Naja, wir werden ja sehen. So, da ist wieder eine Tür. Hier ist wieder eine Box. Erstmal gucken, was gibt's hier alles Schönes zu entdecken. Erstmal klein machen. Kristalle abstauben hier oben. Gucken, was hier ist. Nicht so viel. Oh shit. Falscher Knopf. Und laufen, laufen, laufen. Die Selbstschussanlagen aus der Hölle. Nice. One-Shot. Okay. Da haben wir einen Kristall. Da komme ich jetzt aber nicht dran. Ist nicht schlimm. Wir sind eigentlich ganz gut versorgt. Da ist noch eine geheime Kiste. Yay. Aua. Schön Schutzschild einsammeln, ganz wichtig. Gerade wenn man so wenig Energie hat wie wir zurzeit. So. Nichts leichter als das, Freunde. Eine weitere Tür. Und ich frage mich, was muss ich wohl tun? Muss ich an diesem Hebel ziehen? Wer hätte es gedacht? Oh. Attacke! Bam! Oh ja. Das hat wunderbar funktioniert. Da sind auch meine beiden Freunde. Zum Glück sind wir endlich aus dem Wald raus. Koboldpyramiden. Ist es das, was du mir zeigen wolltest? Ein Teil davon. Komm mit! Okay. In die Ruinen. Sieht ein bisschen so Maya, Azteken vielleicht. Angehaucht. Ich war noch nie irgendwie in Südamerika, ich habe keine Ahnung. Oder Mexiko, ich habe keine Ahnung von Maya, Azteken, Inka und wie sie alle heißen. Aber in Videospielform würde ich mir das schon so in der Art hier vorstellen. Achtung. Ich kenne nur noch aus dem Spanischunterricht und das ist kein Witz. Die Prinzessin Malinche, die war eine Aztekenprinzessin, wenn ich mich nicht irre. Und das fand ich ganz interessant, dass man im Spanischunterricht dann auch irgendwie so ein bisschen Geschichte und Kolumbus und den ganzen Quatsch da durchgenommen hat, weil im Französisch war es immer so, dass wir eigentlich nur ewig darüber gesprochen haben, wie man Sätze richtig bildet und Grammatik und sowas, da ging es selten um Geschichte, also da ging es auch selten um die Französische Revolution und so und diese ganzen Persönlichkeiten. Und das war im Spanischunterricht irgendwie völlig anders. Und mir hat das ehrlich gesagt viel Spaß gemacht. Ich mochte Spanisch. Ich kann es auch noch ein bisschen, im Gegensatz zu Französisch, dass ich irgendwie 5 Jahre hatte und kein einziges Wort mehr. Okay, vielleicht könnte ich noch einen Weg fragen oder so. Aber Spanisch, also ich kann mich eigentlich ganz gut auf Spanisch unterhalten. Achtung! Muss ich größer sein? Ich muss größer sein. Ich komme trotzdem nicht. Da gibt's auch einen Trick, Leute. Sagt mir, dass da ein Trick ist. Vielleicht ist es auch nur Lämpchen.
Und ich verwechsel die mit den Kristallen. Deswegen gehe ich jetzt einfach wieder raus. So. Und da vorne gab es noch einen Eingang. Aha, also wenn ihr nicht weiter wisst, nach oben drücken, auf dem D-Pad und dann wird euch angezeigt, ah, da musst du hin, du Trottel. So, ich war aber in dem Fall einfach nur langsam, möchte ich betonen, ja. Ich weiß genau, wo es lang geht in diesem Spiel. Oh, ich kann mich nicht größer machen. Okay, dann gilt es jetzt, neue Relikte zu sammeln. Denn ich möchte ja nicht ewig so klein sein. Ah, was haben wir hier? Ist das schon der Weg? Wahrscheinlich, ne? Ach. Vergiss deine Teile nicht. Ah. Okay. Das ist zum Beispiel sehr wichtig, dass wir das jetzt rausgefunden haben. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich die ganze Zeit klein weitergegangen. Es sei denn, ich muss es kurz ausprobieren. Die Hebel kann man bestimmt nicht ziehen, wenn man klein ist. Nee. Okay. Haben wir das auch? Ach, das ist gar kein Hebel. Das ist so ein Ding. So ein Sockel. Haben wir das auch geklärt? Ihr müsst eine bestimmte Größe dafür haben. Und das gibt euch nicht viele Optionen, euch zu verlaufen, was tendenziell eigentlich schon mal sehr gut ist, denn ich verlaufe mich ungern in Spielen. Ich krieg dann immer so einen kleinen Anfall, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss und irgendwie zwei Stunden lang, naja, zwei Stunden ist natürlich viel zu übertrieben, aber erstmal eine Weile suchen muss. Da werde ich ein bisschen säuerlich. So, was haben wir hier? Eine Tür und einen Sockel. Den Sockel brauchen wir wahrscheinlich, um wieder zurückzugehen. Wenn wir das denn wollen, weil wenn wir diese Tür öffnen, dann ist die ja offen. Vielleicht kann man ja auch dazwischen. Seltsam. Letztes Mal waren die Türen offen. Oh, interessant. Da oben ist auch noch ein Hebel. Vielleicht. Ah, der ist für diese Tür. Und die bleibt nicht offen. Aber kommen wir da nicht her? Wenn die da hingehen, dann kommen wir doch... Ne, wir kamen durch... Hier kamen wir her. Okay, dann muss ich wahrscheinlich auch da... ganz schnell hin. Jetzt weiß ich auch, wozu ich den fucking Sockel brauche, Alter. Jetzt ist es mir klar, ich brauche natürlich zwei Sockel, damit ich erstens die Tür öffnen kann und zweitens mich verabschieden kann. Okay. Das kriegen wir hin. Ich nehme den Sockel, ich schiebe den schon mal an die richtige Stelle. Sodale. Ja, 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 ich brauche keinen Hinweis. Ich weiß ganz genau, wie ich das mache, mein Freund. So, dann kommt das hier so durch. Dann da dran. So, komme ich da überhaupt hoch? Na, das habe ich ja mir super ausgedacht. Hm. Das ist zu hoch für mich. Wie? Ja, ich weiß. Hinweis, Hinweis, Schminweis. Das macht ja jetzt keinen Unterschied, ob ich den da hinten hinstelle oder den da hinstelle. Weil auf den komme ich sowieso nicht. Ich mach's trotzdem mal. Und nein, ich... Mir ist bewusst, dass da unten dieses Schild ist. Das Hinweisschild. Aber ich möchte das jetzt erstmal ausklamüsern. Und wenn wir zu lange hier brauchen, dann werde ich diesen Hinweis annehmen.
der mir dann wahrscheinlich auch nicht viel weiterhelfen wird. So. Gleiches Problem. Auf beiden Seiten, logischerweise. Hier komme ich jetzt auch nicht hoch. Ich komme trotzdem nicht hoch. Okay. Vielleicht kann man von hier dann darüber oder was? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Oder was? Okay. Ja, das ist mir doch schon klar, Mann. Da stand die doch auch. Da stand die doch, Junge. Es hilft aber nur, wenn die anderen daneben steht. Ja. Sag bloß. So weit war ich eben auch schon. Hebel ziehen. Dann wahrscheinlich die Kiste mit rüberschieben. Na, wenn die Zeit reicht. Ja. Ja, das... Oh Mann, Leute. Natürlich, das hätte ich auch als nächstes gemacht. Aber ich dachte, die wären vielleicht... gefuchster. Aber so sehen wir mal, wie das aussieht, wenn man die Hilfefunktion in Anspruch nimmt. Es wird dann wirklich sehr leicht. Die erklären jeden Schritt, was vielleicht auch nicht verkehrt ist. So. Hallo! Fletch. Okay, der ist schon hier. Hi, na? Wie geht's denn so? Hier haben wir noch ein paar Kristallkisten. Gnome, Trolle. Nein, flieg nicht weg. Mir fehlt noch ein Ding. Hier, seht ihr das? Noch ein so ein kleiner Ring. Dann habe ich endlich einen Punkt. Und es schien mir so, weil das ja jetzt ein neues Kapitel ist, dass es nicht kapitelübergreifend ist. Das heißt, wenn ihr keinen kompletten Ring habt, dann müsst ihr im nächsten Kapitel wieder von vorne anfangen. Oder habe ich das falsch beobachtet? Ich meine, es ist so. Ist natürlich ein bisschen grausam. Weil dann kriegt man ja in der Theorie den Skilltree niemals voll. Bist du ein Bossfight? Du siehst zumindest sehr nach Bossfight aus. Aua! Oh, shit. Ja. Okay. Ja, ja. Easy. Neuer Versuch. Der ist ganz schön. Ist ganz schön flink, der Junge. Ja, ja, ja. Oh, ich will immer ausweichen mit Springen. Ich bin das nicht gewöhnt, dass man straft. Und deswegen. Okay. Ich finde es wohl nicht so geil. Hier muss man ja tatsächlich ein wenig Taktik reinbringen. Das finde ich ja famos. Oh, schnell weg. Nein. Ach, guck. Vorsicht, da sind noch mehr. Macht mich nicht schwach, Leute. Es geht ab. Super Kristall! Jetzt kommt aber auch. Bam.
Okay, es ist kein Bossfight, es ist eindeutig eine Arena. Oh nein. Bogenschützen. Okay, das hat ihn schon zerlegt. Was geht ab? Woo! Geschafft. Wirklich beeindruckend. Perspektive ist hier ein bisschen strange, aber das ändert sich wieder. Sehr gut. Hallo! Bam! Ich trete gar nicht so oft, ist mir aufgefallen. Ich benutze lieber den Schlag. Also das sieht schon ziemlich cool aus. Also mit dem Arm hier und der Axt auch. Das kann nicht sein. Was meinst du, Onkel? Wenn es das ist, was ich glaube, könnte das ein bedeutender archäologischer Fund sein. Wenn du es aus dem Schlamm gekriegt hast. Vielleicht kann ich dabei helfen. Wartet mal kurz. Ist die Statue echt so besonders? Ich bin noch nicht sicher. Kann ich was damit machen jetzt? Habe ich aufgepasst? Ich habe nicht aufgepasst, Leute. Ich kann auf jeden Fall nicht. Na gut. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Da geht's doch lang. Oh nee. Ich zähle auf dich, Nick. Ja. Mach das mal lieber nicht, du. Das ist ja alles ganz toll. Wenn man einmal nicht aufpasst hier, dann endet man so. Aber gut, ich weiß jetzt, worauf ich mich einlasse. Ich glaube, der ist auch wesentlich stärker gepolstert als der Kollege eben. Und ich habe wenig Schutzschild. Dafür einen Reliktenkern, oder wie das heißt. Ja, lauf doch genau rein. Nun. Man will zu viel. So, Rüstung weg. Ist schon mal gut. Jetzt muss er nur noch seinen dämlichen Hammer verlieren. Das ist das Problem. Wenn man einmal getroffen wird, ist es schwierig, sich da wieder rauszuwinden. So. Geht doch. Was haben wir hier? Eine Kiste. Kann man hier was drücken? Ach, guck. Roter Knopf. Da drückt man doch gerne mal drauf. Und jetzt ist die Frage, links oder rechts? Ich gehe mal hier lang. Das scheint auf jeden Fall richtig zu sein hier. Na, bleibt hier. Geil. Schön, wie der Marienkäfer zerdötscht. So, das machen wir jetzt noch schnell. Psst, 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 psst. Nur noch ein kleines bisschen. Versuch die Kette. Ja, leider hat gerade der Wecker geklingelt. Das heißt, wir haben leider keine Zeit mehr, die Kette zu versuchen. Aber ich glaube, ihr habt so ungefähr jetzt einen Eindruck bekommen, was
Neck 2 ist und was Neck 2 vor allem anders macht als der Vorgänger, was gleich geblieben ist. Und ich will euch auch gar nicht mehr lange aufhalten. Vielleicht noch ein ganz kurzes Fazit zu der ganzen Nummer. Ich war nicht der größte Fan von Neck, muss ich sagen. Ich habe das komplette Spiel durchgespielt, fand es okay, aber das war jetzt nichts, was mich so, weiß ich nicht, was mir so den Plattformer-Himmel eröffnet hat, wo ich dachte so, oh, das ist revolutionär. Das wird Neck 2 wahrscheinlich auch nicht, aber ich finde, es ist durchaus schon in der ersten Stunde zu sehen, was kritisiert wurde, wurde definitiv geändert und verbessert, zum Guten bis jetzt, wie ich finde. Und ich finde, da kann man ruhig nochmal Neck 2 eine Chance geben. Vor allem kann man ja auch das ganze Spiel im Koop-Modus spielen. Ihr könnt euch eure Schwierigkeit selber einstellen, wie ihr das möchtet. Das gab es vorher alles nicht. Und ich glaube, den Koop gab es schon. Aber da habt ihr eine kleinere Rolle gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es ist also auf jeden Fall mehr Potenzial da, als ich persönlich erwartet hatte. Das war ja schon, hat sich schon auf der E3 so für mich angedeutet. Allein diese Tatsache, dass ihr jetzt einen kompletten Skilltree habt, dass ihr Attacken dazu gewinnt und so, das bringt so viel mehr Flow einfach rein. Und da wurde auf jeden Fall ordentlich was gemacht und deswegen würde ich sagen, Daumen hoch für Neck 2, auf jeden Fall tolle Verbesserungen drin. Ob euch das reicht, um es auszuprobieren, das ist natürlich euch überlassen. Ich muss sagen, ich hatte jetzt eigentlich echt Spaß in der ersten Stunde, was ich nicht unbedingt erwartet hatte. Und ja, soweit, so gut mein Fazit zu Neck 2. Und damit ist auch schon wieder dieses Video beendet. Ich verabschiede mich herzlichst von euch und hoffe, dass ich euch natürlich im nächsten Video wiedersehe. Ihr könnt gerne Daumen da lassen, Abo, wie auch immer euch das beliebt. Und ja, dann sage ich vielen Dank und bis bald.